Ohne Kernenergie sind Windräder, Sonnenkollektoren und andere erneuerbare Quellen für sauberen Strom nicht in der Lage, die sogenannte grüne Transformation voll durchzusetzen. In ihrem jüngsten Bericht hat die Internationale Energieagentur es klipp und klar festgestellt. Allerdings ist der Bau neuer Kernkraftwerke eine ziemlich teure und sehr langwierige Sache, die für die meisten Länder der Welt schwer zu meistern ist. Russland weiß aber, wie man den Prozess beschleunigen kann, preiswert und sicher. Die Internationale Energieagentur hat betont, dass die Kernenergie im Vergleich zu Solar- und Windkraftanlagen eigentlich mehr kalkulierbar ist. Ohne Atomkraft lässt sich der Ansatz, die CO2-Emissionen weltweit auf ein Minimum zu reduzieren, nicht verwirklichen. Daher ist es notwendig, die Geschwindigkeit des Aufbaus von Kernkapazitäten bis 2030 ums Vierfache, also auf 24 Gigawatt pro Jahr zu erhöhen. Der Bau von Kernkraftwerken ist aber, wie gesagt, teuer und dauert meist viele Jahre. Warum Zeit vergeuden? Sie wartet ja auf niemanden. Wo liegt der Schwerpunkt der Lösung? Der Bau von kleinen, modulartigen Atomkraftwerken ist ein Ausweg. Solche Projekte werden derzeit in verschiedenen Ländern der Welt entwickelt. In Argentinien und China werden sie bereits getestet. In Russland wurde das einzige schwimmende Kernkraftwerk der Welt, Akademik Lomonossow, im vorigen Jahr vollständig in Betrieb genommen. Es gibt moderne Projekte mit technologisch hochentwickelten Reaktorblocks, zum Beispiel ein optimiertes schwimmendes Kraftwerk, das auf dem Kernreaktor RITM-200M basiert. Seine starken Seiten sind Rentabilität und Flexibilität. Da es auf schwimmender Basis gedacht wurde, könnte der Blockgenerator auf dem Wasserweg zum gewünschten Ort der Welt transportiert werden. Russland begann mit dem Bau von 4 schwimmenden Kernkraftwerken, um die Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in der Arktis mit Energie zu versorgen. In Entwicklung ist eine Reihe von kleinen Bodenkernkraftwerken mit unterschiedlichen Kapazitäten, die für den Einsatz sowie in nördlichen als auch in tropischen Zonen geeignet sind. In dieser Hinsicht ist Russland allen Konkurrenten der Welt deutlich voraus. Das Land scheut sich nicht, in neue innovationsorientierte Projekte zu investieren. Die Russen kamen schneller als die Internationale Energieagentur zu dem Schluss, dass eine Renaissance der Kernenergie wohl unvermeidlich ist. Allerdings steht eins fest: Je mehr Atomkraftwerke, desto mehr Atommüll. Gerade aus diesem Grund entwirft Russland nicht nur neue Kernstationen, sondern fördert Ideen und unterstützt Entwicklungen im Bereich der Wiederverwendung von Atommüll. Vor kurzem hat Russland 5-jährige Tests von innovativem nuklearem Remix-Brennstoff abgeschlossen. Es ist ein Mischoxid-Brennstoff, der weniger Plutonium und dafür mehr spaltbares Uran enthält. Die Isotope werden so stärker im neuen Brennstoff verdünnt, dass ein prinzipiell unbegrenztes Recycling des anfallenden Plutoniums in herkömmlichen Leichtwasserreaktoren möglich ist. Dadurch könnte der Planet vor dem gefährlichen Atommüll gerettet werden, anstatt ihn lagern zu müssen. Sie bemerken, es ist ein höchst interessantes Thema, worauf wir in einer Extra-Ausgabe noch differenzierter eingehen werden. Abonnieren Sie unseren Kanal, um wissenswerte Beiträge nicht zu verpassen.